Teneriffa ist mit 2000 Quadratkilometer die größte Insel der Kanaren und hat gleich zwei Flughäfen, Teneriffa Nord und Teneriffa Süd. Die Insel hat 906.854 Einwohner und ist auch die bevölkerungsreichste Insel der Kanaren. Jedes Jahr besuchen rund 5 Millionen Touristen Teneriffa. Das Wetter ist das ganze Jahr hindurch überwiegend mild und freundlich. Die Durchschnittstemperatur im Winter liegt bei 17 bis 18 Grad und im Sommer zwischen 28 und 30 Grad. Die Hauptstadt der Insel ist Santa Cruz de Tenerife. Die Stadt ist zu einem durch ihren Hafen geprägt, der zu den größten im Atlantik gehört, und der Kongress- und Konzerthalle Auditorio de Tenerife, die heutzutage das Wahrzeichen der Stadt ist. Eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt ist die große Parkanlage mit einer vielfältigen Flora und exotischen und tropischen Pflanzen, die hier dank des subtropischen Klimas wachsen. Das Haupttouristenziel ist der Strand Las Americas. Der Sandstrand ist sehr beeindruckend. Der weiße Sand wurde extra aus der Sahara geholt. Zu dem Ferienkomplex gehören eine lebendige Strandpromenade und verschiedene Luxushotels. Eine Reise in die Vergangenheit bietet der Besuch der alten Stadt La Laguna. Die Stadt hat die gleiche urbane Gestaltung beibehalten, die als Planungsgrundlage für die Kolonialstädte in Amerika konzipiert wurde. La Laguna wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Das Straßenbild ist geprägt von eleganten Straßen und historischen Gebäuden. Der kunsthistorische Ort La Orotava hat ebenfalls eine gut erhaltene Altstadt. Bei einem Bummel durch die Straßen vorbei in den vielen Gärten entdeckt man die ursprüngliche Atmosphäre von Teneriffa. Ein absolutes Muss ist der Besuch des Nationalparks Teide. Er ist der zweithäufigste besuchte Park der Welt und wurde von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Hier steht der Teide, der höchste Berg Spaniens und der drittgrößte Vulkan der Welt. Die Umgebung ist sehr karg und erinnert an eine Mondlandschaft. Bei einer Reise in den Nordosten der Insel, zu den Anaga-Bergen, erlebt man eine völlig neue Landschaft mit einem sehr speziellen Klima.
Die Höhe und die Passatwinde haben hier verschiedene natürliche Lebensräume geschaffen. Folgt man der Straße bis zum Ende, erreicht man die Strände von Taganana und fühlt sich, als ob man das Ende der Welt erreicht hätte.